Beckenfresser Games präsentiert Let's Play Together Minecraft. Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Let's Play Together Minecraft. Genau. Mit mir, dem Daniel und mit Cloud. Und ich bin hier unten in der Höhle. Ich war das letzte Mal ziemlich gefrustet davon, dass ich all meine Sachen verloren hatte. Aber bin jetzt in einer Höhle und habe hier ordentlich Eisen. Nichts unter mir abbauen. Wer weiß, was da unten lauert. Nichts, okay. Was heißt nichts? Also Cobblestone, da kann ich gefahrenlos drauf. Und hatte gerade. Ich will hier raus, hallo. Und hatte gerade das mega Erfolgserlebnis. Und Cloud hat dann gesagt: Ah, nein, stopp, warte, halt, zeig das in der Aufnahme. Und ja, das werde ich zeigen. Ich werde nämlich zeigen, wie man mich glücklich machen kann. Und es ist fast traurig, dass es so weit gekommen ist, dass ich mich über sowas derartig freue. Aber ich habe was gefunden. Diamanten. Yay. Ist das nicht krass? Und zwar 1, 2, 3. Jawohl, 3. Und da sind noch mehr. Oh, ich verrate dir nicht, wie viele. Alter. Ist das krass. Sehr gut. Ist das krass, ey. Wie ich das gehört, packst du natürlich in unsere Kiste und so, dass jeder ran kann und so, ne? Und ja. Ja, was? Du hattest eine Ankündigung zu machen? Ich hatte eine Ankündigung zu machen? Die habe ich schon wieder vergessen. Ach so, stimmt. Ja, ja, gut, dass du es nochmal sagst. Juli, am 10. Juni, voraussichtlich, ja, werde ich im Radio zu hören sein. Ich habe die Anfrage für ein Radiointerview bekommen. Wow! Ja, ich soll zum Thema Überbevölkerung ein Interview geben. Überbevölkerung? Ja, ja. Hat man nicht gerade die Bevölkerung gezählt und hat festgestellt, huch, wir sind doch 1 Million weniger oder so, hier in Deutschland? Ja gut, in Deutschland, das hilft uns jetzt auch nicht weiter. Ich habe ja einen Artikel auf meinem Blog zum Thema Überbevölkerung und muss mich da jetzt echt mal wieder einarbeiten. Ich bin gespannt, wie das aussieht. Das ist ein kleiner, relativ regionaler Sender, so ein Leipziger Privatsender. Ach so, in Leipzig. Ja, also wir machen das als Telefoninterview. Okay, ja. Also ich werde jetzt nicht extra deswegen nach Leipzig fahren. Mhm. Oh ja, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt darauf. Ja, das glaube ich. Das glaube ich. Oh, ich habe Redstone gefunden. Soll ich dir was mitbringen? Ja, kannst du machen. Redstone. Und Lapis Lazuli, wo bin ich denn hier? Alter, hier gibt es so viel. Eisen, Kohle, Diamanten. Sehr schön. Cool, alles für unsere Kiste. Warum ist denn hier drinne Gravel und... Ah, das sind Pflanzen. Seit wann ist denn Gravel eine Pflanze, Mann? Ach so, Gravel, das sind keine Pflanzen. Und Slabs auch nicht. Oh, das muss wirklich ein Fehler gewesen sein. Kannst man Slab haben? Ja, dann komm mal her, Junge. In meiner geilen Diamantenrüstung. Mach dir jetzt keine Diamantenrüstung. Nee. Ey, verschwende nicht das gute Baumaterial. Vor allem Baumaterial. Werkzeugsmaterial. So. Okay, hier geht's. Da ist eine Fledermaus. Also das Besondere ist sozusagen, dass die hängt. Das ist das erste Mal, dass ich die sozusagen in Ruhe sehe. Nicht rumflatternd. Genau, aber ja doch, jetzt flattert sie, als ich unter ihr eine Fackel platziert habe. Ja, das kann auch ein bisschen warm werden. Oh ja. Wie tief bin ich denn hier? Jetzt bin ich wieder auf 25. Nein, ich will runter. Hinab. Da kommt wieder die Gülle raus. Boah. So ein Dschungel lohnt sich. Macht das eigentlich einen Unterschied, ob ich, wie soll ich sagen, unter einem Dschungel in eine Höhle gehe oder unter einer Wüste oder unter Grasland? Nee, okay. Also zumindest wäre mir nichts bekannt. Weil das ist echt krass, was ich jetzt hier bisher gefunden habe. Vielleicht ist es auch wirklich einfach nur Glück, sozusagen. Ja, also wenn man in der Höhle ist, wechselt man ja häufiger mal die Region. Ja. Wenn du richtig große hast, von dem her glaube ich nicht, dass es da dran irgendwie hängt. Nee, ne? Kann ich mir auch nicht vorstellen. Also ich könnte es mir schon vorstellen, aber ich habe es für unwahrscheinlich jetzt bisher gehalten. Egal. Weiter geht's. Hier nochmal Eisen. Geil. Au, aber da höre ich einen Zombie. Gefahr. Gefahr? Ich lach dir ins Gesicht. Aus welchem Film ist das? Achso, das weiß ich nicht. Der aus welchem Film ist das? König der Löwen. Oh, hörst du mich, Gefahr? Ich lach dir ins Gesicht. Das ist da, wo Simba und Nala vor der Höhle
vor diesem Elefantenfriedhof stehen. Boah, das weiß ich gar nicht mehr. Meine Freundin mag den Film, deswegen muss ich den häufiger gucken. Ah, muss den häufiger gucken, ja? Ja. Ja. Ganz groß, ganz dolle, toll. Ja, aber Disney-Filme guckt man doch gerne. Ne? Ich wollte das Leben des Timothy Green gucken, ist ja auch ein Disney-Film. Der wurde mir aber so schlecht geredet vorher, dass ich gar nicht mehr sehen will. Also der soll wohl kein Disney-Zauber, also wohl nicht so toll sein wie Disney-Filme früher. Also ich glaube, ich gucke mir nachher mal König der Löwen an. Mach das mal. So ein bisschen rumchillen, Hakuna Matata. Da, 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 da. Oh ja. Da, 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 da. Ich fand das so widerlich damals, wie die sich Käfer immer reingezogen haben. Ja. Boah. So, ich habe mir Pilzsuppe reingezogen. Ich kann mir neue Pilzsuppen machen. Wie tief bin ich hier? Ich bin auf 15. 15? Da klingst älter. Ja, ne? Aber mein Stimmbruch war relativ früh und ja, hab dann auch früh Abitur gemacht. Ah, da geht's nochmal runter. Aber da ist auch Lava. Und ich muss es natürlich riskieren. Ich muss, oh Gold. Aber Gold ist nicht so wertvoll, hast du mal gesagt, ne? Ja, Gold ist okay, aber ich würde jetzt keine riesengroßen Risiken dafür auf mich nehmen. Mache ich aber. Nein, mache ich nicht. Also es hält sich in Grenzen, was ich hier gerade tue. Nein, ich will ja auch eigentlich Diamanten finden. Für meine Rüstung fehlt mir nicht mehr viel. So, ich habe meine neue Hoey gemacht. Weil unsere Farm läuft ja jetzt. Ist euch das bewusst? Die Farm läuft. Wir sind in Folge 44 oder 45 jetzt und die Farm läuft. Also mir ist das doch nicht bewusst. Ich glaube auch noch nicht dran, ganz ehrlich. Es hat auch wirklich nur 45 Folgen gedauert, hier ein Feld zu bauen. Ja. Na gut, nicht ganz. Also ich habe jetzt zwischendurch mal nicht dran gearbeitet, aber... Aber ich habe mir das Projekt an sich sehr früh auf die Fahne geschrieben, dass ich das machen möchte. Ich glaube, in der ersten Folge schon, oder? Ja, dass wir eine Farm haben wollten, aber nicht so groß. Also das war ja eigentlich, nachdem ich die Kartoffeln geholt hatte aus dem Wüstendorf. Dann wollte ich ja die große Farm machen. Und seitdem der Wunsch in dir, Kartoffeln sozusagen in Massenproduktion anzubauen. Und ich baue sie gerade auch schon an, die Kartoffeln. Oh Gott, ich habe keine Nahrung mehr. Ich wundere mich schon, weshalb ich nicht sprinten kann. Eine Reihe Kartoffeln ist leer, dann mache ich da einfach Möhren rein. Ja. Und will ja keinen Platz verschwenden. So. Die ist jetzt so überdimensioniert, die Farm, dass ich nichts nachher mehr habe, was ich da drauf anbauen kann. Keine Edition, nichts mehr. Ich habe ordentlich Kakao, was heißt ordentlich, aber immerhin 20 Samen. Oder 20 Samenpakete, muss man sagen, weil das sind auf dem Sprite, sind da mehrere, sagt man Sprite dazu? Sind da mehrere Körner oder Samen, wie auch immer, auf einmal. Achso, ja. Aber so bin ich halt. Ich bin halt mehr so der fruchtbare Typ. So, dann hauen wir die Möhren mal noch in den Boden. Möhren, 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 Möhren. Ich mach Möhren in den Boden hauen. Karotten! Karotten. Gibt es da einen Unterschied zwischen Karotten und Möhren? Nö. Nee, okay. So. Auch eine blöde Frage. Gibt es einen Unterschied zwischen Karotten und Möhren? Also als wäre das was Verschiedenes schon. Ja, das scheint dem Satz schon vorher angelegt gewesen zu sein. Ich muss mich hier ein bisschen einrichten. Das ist nämlich so eine Riesenlücke. Wo? Ja, mich. Auch hier so in dem Feld ist so eine Riesenlücke. Da habe ich schon mal ein Creeper und ein Loch reingerissen. Ach so. Ich dachte schon, ich wäre das wieder gewesen. Nee, also der war nicht so groß dafür, dass du das warst. Dankeschön. Boah, Alter, jetzt brauche ich Kohle. Brauche ich eine Pickaxe zum Kohle abbauen? Bestimmt, ne? Hallo, hallo, hallo. Ja, klar. Okay. Aber da reicht auch Kohle? Eine Holzpickaxe. Ah, hier ist Kohle. Ich habe schon welche gefunden. Ja, ich habe mir jetzt eine Koppelpickaxe gemacht. Ja, gut. Geht ganz gut. So, jetzt habe ich nochmal 4 Seeds machen können, aber das ist. Aber spätestens nach der ersten Mal Ernte haben wir dann genug. 4 Seeds machen können? Ich habe halt nochmal abgebaut. So.
Und hier unten mache ich dann Ach so, einfach, glaube verstehe. ich, bin. Hier geht's nicht. Oh Gott, es wird hier wieder eng und knifflig und alles. Ja, liebe Leute, das ist jetzt einfach nur, um den Platz zu nutzen. Also ich baue jetzt hier gerade Dings hin, Bambus an den Rand. Bambus. Mhm. Aber das ist jetzt einfach bloß, um den Platz zu nutzen, weil ich ja keine Seeds mehr habe. Dass einfach irgendwas steht. Okay. So. Jo. Das war das, wieder... unsere Farm steht. Ja, schick. Mensch. Aber da... Die hat jetzt noch keine Erträge geliefert, ne? Die Wer ist jetzt erstmal nur. Nee, jetzt ist angelegt und jetzt muss hier einmal hoch alles wachsen. Ja, lass mal, ich möchte dabei sein bei der Premiere. Ja, das dauert jetzt eh noch eine ganze Weile. Okay. Muss ja erstmal alles hochwachsen. Aber dass wir das aus möglichst vielen Perspektiven aufnehmen, dieses Event, um dann irgendwie den großen Erntemaschinen-Trailer zu drehen oder so. Ja. Ja, definitiv. Das wird das Happening des Jahres. Das Happening, ja. Absolut, also. Ich kann mir nichts Aufregenderes vorstellen. Was wollen die Zombies eigentlich von? Wieso greifen die mich an? Was versprechen die sich davon? Das weiß ich nicht. Das frag sie doch mal. So, ich habe jetzt nur noch 4 Brote. Damit kann ich eigentlich in keine Höhle gehen, um und wirklich überleben. Also erwarten, dass ich überlebe. Nee, ich habe 32. Was? Kein Wunder, dass hier nichts mehr drin ist in den Kisten, ey. Alter. Ja, also ich habe mich nicht gewundert darüber. Ja. So, ich habe keine Schuhe und keine Beinschutz fast mehr und fast keinen Helm mehr. Ich renne hier halb nackig rum. Alter, ich brauche Schuhe. Oh, jetzt habe ich irgendwo diesen Ofen hingestellt mit dem ganzen Eisen drin und weiß nicht mehr, wo das ist. Sagen ich bräuchte mal eigentlich ich so Eisensuche. Ich bräuchte mal so eine Minimap. Nein, mir fehlt jetzt ein Eisen für neue Hosen. Ein Eisen. Oh. Ich habe so viel von dem Eisen. Aber gut, ich brauche es ja auch nicht mehr jetzt, wo ich so viele Diamanten habe. Ja. Bau am besten schon mal eine neue Kiste für uns, wo ich die reintun kann. Ja, ich muss jetzt eh mal. Die Kisten müssen wir mal echt mal neu machen. So, haben wir jetzt noch Platz für eine Kiste? Hier drüben können wir noch. Ach, hier drüben Scheiße. Machen wir eine Kiste mit Werkzeugen und so weiter hin. Ich muss mir irgendwas überlegen, Brotkrumen oder so streuen, dass ich wieder dahin zurückfinde, wo ich wohin zurück möchte, jeweils. Ja. Denn ich habe hier gar keinen Plan mehr. Das ist jetzt wirklich wieder Trial and Error. Ach doch, hier war die Diamantenecke. Bringt mir das was? Nee, da kam ich her. War es vielleicht hier? Hm? Nein, Sackgasse. Wie kann ich mir das denn mal markieren, sag mal? Habe ich irgendwas Schickes? Ja, ich könnte eigentlich so die Fackeln und Pfeile vom oder Schilder halt hinstellen. Nee, ich mach da Redstone hin, wo ich schon war. Auch eine Option. Das brauche ich nämlich eh gerade nicht und du sagst, du hast die Farm fertig. So, jetzt haben wir hier. Hier machen wir dann so halt Werkzeuge rein und Schmiedesachen. Also ich mache mir erstmal bloß mal Werkzeuge, schreibe ich mal drüber. Mhm. Tools. Oh Gott. Oh, das sieht gut aus hier. Tief in mir drin. Ich glaube dran, das wird es. Aber hier gibt es nochmal Eisen. Haben wir noch irgendwo Werkzeuge, die nicht... Ja. Sag mal, was meinst du eigentlich zum Thema Überbevölkerung? Das kannst du auf meinem Blog nachlesen oder später in einem Interview hören. Du bist ja echt gesprächig. Dem will ich jetzt nicht vorgreifen. Aber eigentlich ist das blöd, eine Kiste für Tools zu machen. So viele Werkzeuge haben wir immer gar nicht übrig. Dann mache ich mal daraus Werkzeuge und... Naja, ist doch egal. Ja, aber jetzt... Wir sollten die Kisten auch irgendwie sinnvoll nutzen können. Ja, aber ob da jetzt eine Kiste mehr oder weniger steht, wen kümmert's? Ja, aber jetzt gerade brauchen wir... Dann mache ich hier nämlich mal... Ja, ich mache hier jetzt nämlich mal die Erze rein. Nee, nicht die Erze, sondern Eisen und Co. Und Co, nicht und so. Creeper. Dann kriegt man nämlich die hier mal, Redstone, Eisen und Co. Die kriegt man nämlich mal näher. Die ist dann nämlich näher da drin. Glowstone kann hier bleiben. Das bleibt auch hier.
So, Redstone, nee, Redstone ist über eine Redstone-Kiste. Redstone und Lightstone. Was, Lightstone? Und hier kommt jetzt alles rein, was man irgendwie verbauen kann zu Werkzeugen und überhaupt verbauen kann. So. Was heißt Lightstone? Na, Lightstone? Also Ja. Leuchtsteinchen? Leuchtsteinchen? Na, die Glowstones. Ach so. Ah, da habe ich in der Burg noch welche. Aber in den Nether kriegst du mich nicht mehr. Das schwöre ich dir. So, hier kommen nur Redstone-Sachen rein. Sind diese Pikmin jetzt eigentlich richtig böse auf mich? Also überall im Nether? Oder Ja. nur? Ja, Überall. Ja. überall? Alter, das ist doch überdimensioniert. Da kann ich mich nie wieder blicken lassen. Wir brauchen aber noch eine Kiste. Ich möchte noch eine haben für alles, was wir so gebaut haben. Die kommt dann hierher. Boah, Alter, von wo schießt der denn? Von oben? Ach, von da. Da stehst du, du kleiner Noob. Alter. Diese blöden Weil was mir Skelette. gerade auffällt, bringt das echt viel, dass ich jetzt hier unten so viele Kisten hinstelle, wo du eh nicht mehr hier unten wohnen willst. Wieso? Doch, will ich doch. Denke nicht. Du wolltest doch hochziehen. Doch, doch. So, jetzt brauche ich aber auf jeden Fall neue Kisten. Ich habe kein Holz mehr. Ich habe kein Holz mehr. Nein. Warum geht mir das ständig so, dass wir hier kein Holz haben, ey? Naja, weil wir zu wenig Holz haben, ganz einfach. Aber da wächst ja auch keins vor der Hütte, ne? Also wenig. Ja, wo Ich habe denn? so Was? meine Bäume, die haue ich immer um. Und dann droppen die ja wieder was zum Anbauen. Und dann baue ich die wieder auf und kaum sind die wieder fertig, haue ich die wieder um, weil ich wieder Holz brauche. Wie crafte ich mir Schuhe? Unten, also links und rechts hier zwei. Übereinander. Ah. Ach so, oh nee, doch, dann habe ich die schon. Gut, gut, gut. Helm, Hose. Hose fehlt mir, glaube ich. Egal, ich rüste mich erstmal aus und dann sehe ich, was fehlt. Ja, Helm habe ich jetzt leider doppelt gemacht. Macht aber nichts, ich habe ja genug Eisen, denn ich habe jetzt genug Diamanten. Zack. Boah, jetzt gibt es erstmal ein geiles Diamantschwert. Jetzt bin ich ein König, ey. Ja. Jetzt fühlst du dich gut, ja? Na klar. Sehr schön. Ich bin gut. So, ja, dann bist du jetzt gleich wieder neu ausgerüstet. Ich hau hier noch den Baum um. Und ich würde Und sagen, was? danach machen wir eine kleine Aufnahmepause, ne? Was hältst du denn davon? Ja, ich würde sagen, die machen wir jetzt schon, oder? Na, warte, ich habe den Baum gerade noch umgehauen, stell ihn wieder her. Und beweg mich dann mal auch in Richtung zu Hause zurück. Hab jetzt wieder ein bisschen Holz dabei und so weiter. Ist ja auch immer ganz angenehm. Alles. Ja. Also von meiner Stopp, Seite. stopp, 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 stopp. Ja. Stell nochmal zwei Iron Pickaxes. Und brauche ich eine Diamant Pickaxe irgendwo für? Nee. Also ja, höchstens für, Obsidian. Okay, aber sonst bräuchte ich die nicht. Nicht zwingend, nee. Also nicht wirklich, nee. Okay, gut, dann können wir die Aufnahme beenden. Gut. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, Jo, ciao. bis dann. Tschüss.